In der Dauerausstellung der Ermungsstätte Marienfelde dokumentieren wir sehr anschaulich die Station einer Flucht aus der DDR in die Bundesrepublik. Wir haben 7 Themenräume und erzählen zum Beispiel von den Gründen, die die Menschen hatten, die DDR zu verlassen, politische Gründe bis hin zu dem Bedürfnis, einfach weniger bevormundet und freier in der Bundesrepublik zu leben. Wir dokumentieren die verschiedenen Wege, auf denen man die DDR verlassen konnte und vor allen Dingen auch, wie sie immer enger und gefährlicher wurden. Wir erzählen vom Notaufnahmeverfahren, was sich hier am Ort abspielte. Man kam hierher, um dieses Verfahren zu durchlaufen, mit 12 oder 13 Stationen, ein sehr komplexes Verfahren, an dem zum Beispiel auch die Alliierten beteiligt waren. Und man kann sich hier auch ein Bild davon machen, wie der Alltag im Notaufnahmelager aussah und nicht zuletzt auch davon, welche Aktivitäten die Stadtsicherheit entfaltete, die diesen Ort hier als Feindobjekt über die Jahrzehnte immer im Auge hatte.